Ja, Samstag 10.40 Uhr. Ich plane heute mal von Hamburg in Richtung Bremen zu fahren. Ich habe mir die Eurovelo Route 3 ausgesucht. Sind 150 Kilometer bis Bremen. Werde ich nicht schaffen angesichts des fortgeschrittenen Vormittags. Na, ich denke, dass ich da so einen Campingplatz finde, so hinter Zeven oder wo auch immer. Und lass mal den Tag kommen, wie er kommt. Die gleiche Strecke werde ich dann morgen dann wieder zurückfahren. Und vor allem werde ich mal mein neues Zelt ausprobieren. Ich habe mir bei so ein China-Trekking-Zelt bestellt. So um die 80 Euro hat das jetzt gekostet für 2 bis 3 Personen. Sollte ausreichen, ist etwas leichter als mein Iglu-Zelt. Wiegt 2,6 Kilo. Das Iglu-Zelt war 3,1 Kilo und ist vor allen Dingen wesentlich kleiner, sodass es in meine Packtasche hinten von der Länge her besser reinpasst. Jo, ich mache mich mal auf den Weg. Es sind 13 Grad, es hat noch geregnet heute Vormittag und jetzt hat es so ein bisschen aufgeklärt, ist wolkig, aber recht frisch. Mal sehen. Ich bin erst 10 vor 11 losgekommen. Aber jetzt scheint die Sonne, aber es ist schon sehr windig. Ich habe mal bei Windfinder geguckt und ich habe leider Gegenwind. Kommt genau aus dem Westen. Naja, ich habe ja Boot. So, die Außenalster. Ja, so hier bei den Deichtorhallen beginnt der Weg Hamburg-Bremen. Und jetzt geht es noch ein bisschen am Hafen entlang, durch Wilhelmsburg und dann Harburg, meine ich. Ja. Ganz versteckt hier diese Einfahrt und ist total schön. Direkt am Kanal entlang, an der Elbe entlang. Ich glaube, das ist nicht mal der offizielle Hamburg-Bremen-Weg. So, ich muss erstmal die Jacke ausziehen, das ist mir doch zu warm inzwischen. Sehr schön, dass die Sonne scheint heute. Ja, das ist die Großmarkthalle hier. Oder Hamburg-Großmarkt. Das ist einer der schönsten Radwege, wie ich finde, hier in Hamburg. Oh, jetzt haben wir sogar ein bisschen Ebbe. Ja, und dahin kommen dann bald auch die Elbbrücken. Ja, heute ist Samstag, der, keine Ahnung, September, also Anfang September, ich glaube der 5. oder 4. 5. müsste heute sein. Und ich nutze nochmal das Wetter. Ich weiß, Süddeutschland. Knallt es nochmal richtig schön mit 27 Grad. Das bleibt uns leider hier verwehrt. Aber ich lasse mich nicht abhalten, diese Tour zu unternehmen. So, das ist die Brandhofer Schleuse. Da habe ich auch noch nie gehört. Oh, jetzt muss ich bremsen. Ah, herrlich. Schleuse. So, bin jetzt an den Elbbrücken hier. Das haben sie alles mal neu gemacht, ich glaube vor 2-3 Jahren. Das gehört zum Elbe-Radweg. Und ja, da muss man nicht über blöde Ampeln. Ja, schon das erste Mal verfahren heute hier. Ich will ja auch nicht die Elbe entlang, sondern nach Bremen. Also hätte ich selber mal drauf gucken können. Ich muss also parallel zum Elbbrücken fahren. Und dann geht's rechts weg. Jo, ich bin jetzt in Wilhelmsburg, fahre jetzt Richtung Harburg und es ist schon sehr windig. Ich habe echt Gegenwind. Aber wie gesagt, das lässt mich nicht abhalten. Ja, da sind die kleinen unscheinbaren Schildchen. Haha, HB. Ja, jetzt geht's weiter Richtung Harburg. Jo, weiter geht's. So, ich benutze heute hier mal Komoot. Jetzt wird's gespannt. Ich habe die Route ja importiert. Und er hat jetzt hier den Weg nicht verzeichnet und hat den gestrichelt dargestellt. Also hier ist rechts die Baustelle. Mal sehen, ob die GPX-Route, die ich mir runtergeladen habe, passt. Aber hier ist schon mal Sackgasse.
Also einmal über den Acker. Super. Oh, stecken geblieben. Ist doch kein Mountainbike. So. Nee, hier ist Sackgasse. Ich muss irgendwie zurück und mir den Weg suchen. Ich habe jetzt aber auch keine Umleitung gesehen. Jo, ich muss jetzt 2 Kilometer wieder zurückfahren. Also das kenne ich hier noch nicht. Schön hier. Inselpark, Harburg oder Wilhelmsburg ist das ja noch. Sie sagte was von Brücke, ich habe gerade gefragt. Oh, betonierter Weg, Brücke, betoniert ist das nicht, ist asphaltiert. Jo, herrlich. Sehr schön. Ja, das ist die alte Wilhelmsburger Reichsstraße, die abgebrochen oder verlegt wurde und hier jetzt abgebrochen wird. Ich hätte hier abkürzen können, einfach quer rüber. Jetzt bin hier einmal eine große Schleife gefahren. Oder sobald ich einen schönen Campingplatz sehe heute Abend, dann ist das mein Wendepunkt. Warum geht's denn wieder zurück? Ja, da war ein Umleitungsschild. Also ich nehme an, dass ich das vorhin verpennt habe. Also immer aufpassen, wenn diese gelben Schilder mit dem schwarzen Fahrrad und dem großen U sind. Hingucken. Die Strecke kam jetzt relativ lang vor. Letztes Mal, als ich ja nach Tübingen gefahren bin, bin ich auch hier rüber, allerdings den anderen Weg durch den alten Elbtunnel. Kam irgendwie schneller vor. Oh, jetzt geht's hier durch den Wald plötzlich. Cool. 1,5 Stunden bin ich jetzt unterwegs. Ah, ich suche mir gleich was. Ich hab hier einen Stoß drauf. Ja, Harburg ist jetzt auch geschafft. Ist auch schon wieder 7 Kilometer her. Und jetzt geht's hier rechts runter. Richtig steil den Berg runter. Ich hätte nicht auf das Schild geachtet, hätte ich mein Navi nicht angehabt. So, herrliche Abfahrt hier durch die Harburger Berge. Das sind so die Schmankerl. Ja, hier geht's richtig steil hoch. Fahr jetzt im EMTB-Modus 15 km/h. Herrlich, aber ich glaube, das war das steilste Stück heute. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, keine Ahnung. Ja, seit ich das E-Bike habe, habe ich mir angewöhnt, eine höhere Kadenz zu fahren, also höhere Trittfrequenz. Das spart Akku und schont aber auch das Material wie die Kette und so. Geil aus. Schotterweg. Unterschalten. Eco-Modus reicht hier. Noch ein bisschen mehr Gefühl aufs Rad kriegt. Herrlich, ne? Ja, ich habe hier ein traumhaftes Plätzchen im Wald gefunden. Ist das nicht schön? Mit einer schönen Bank. Ja, jetzt geht die Sonne weg. Jetzt werde ich erstmal Brot essen, was trinken. Schauen wir doch mal, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Reichweite, ups, ist ja nicht mehr viel. Na, ich bin viel bergauf gefahren. Oh, vielleicht knacke ich ja heute noch meine 3000. 37,44 Kilometer gefahren. Und es ist jetzt 6 vor 1. Jetzt geht die Sonne weg. Ach, die kommt gleich wieder. Erstmal Brot essen. Da kann man nicht sitzen. Das ist total schmierig. Muss man was unterlegen. Oder ich fahre doch weiter. Ich fahre weiter. Ja, ist ganz gut, dass ich keine Pause gemacht habe. Jetzt nochmal hoch. Und ich erreiche gleich den höchsten Punkt in meiner Tour. Und da werde ich mir oben ein sonniges Plätzchen aussuchen. Mit einer trockenen Bank hoffentlich. Das war das Restaurant, Hotel oder Restaurant Waldhuske, also Waldhaus oder Häuschen.
Häusle, wie der Schwarm sagen würde. Dead, dead. Schlaglöcher. Mal wieder an der Landstraße entlang. Oh. Spaß mit der Gang. Fahr 31. Ohlenbüttel, noch nie gehört. Hier war ich bestimmt noch nie. Ja, ich habe immer noch kein schönes Plätzchen gefunden. Da, Hamburg-Bremen. Super. Oder war das Uhlenbusch? Ach, hier ist doch nett, aber nee, ich fühle mich so beobachtet. Vielleicht hat er den Film hier gespielt früher. Ja, so ein bisschen umbenannt, damit das nicht jeder findet. The lights out, down with my own doubt. Be free with me. Be free. Ja, wenn ich alles täuscht, ist das hier Olendiek. Ganz schnuckelig hier mit kleinen Hähnen und so. Ah, es gibt ganz schön viel Pferd in Deutschland. Ja, irgendwie sind Rastplätze überhaupt nicht vorgesehen. Hier auf dieser Route, zumindest hier nicht auf diesem Abschnitt. Ich bin auch hier eine Bank an einer Landstraße gefunden. Das ist eher ein Fahrradweg als eine Landstraße. Bisher kam hier nach Ohlendiek nur ein Auto mir entgegen. Ja, es ist 13.30 Uhr. Bin 10.50 Uhr los. Bin inzwischen 48,7 Kilometer gefahren und hatte zwischendurch so ungefähr vor 10 Kilometern Restreichweite von 40 Kilometern. Die ist auch heute auch plötzlich hochgegangen auf 80, als ich dann ein langes Stück bergab gefahren bin. Und jetzt habe ich 61 Kilometer Restreichweite. Ja, also nicht so stark auf den Akkustand gucken. Also ich habe noch 4 Balken von 5. Bis Bremen werde ich es nicht schaffen. Das sind ja insgesamt 150 Kilometer. Zumindest den Radweg entlang, den ich auch streng folge. Also ich will auch nicht zu spät auf dem Campingplatz aufschlagen, damit ich noch ein bisschen Tageslicht habe. Inzwischen wird es ja schon ab 7 dunkel oder 8 Uhr, sowas. Jo, jetzt esse ich erstmal Brot und trinke was und fahre so in 10 Minuten weiter. So, hab hier mein Bordspieler drin. Bin auf die Idee gekommen, das Ding mal mitzunehmen. Oh, jetzt geht's bergauf. Wieder Schall. Irgendwas piepst da, ich weiß auch nicht. Das kommt aus dem Lautsprecher, das ist die Musik. Ja, ich bin gerade durch Appel gefahren und komme demnächst nach Hollenstedt. Oh, hier gibt es auch wieder einen Radweg. Vielleicht auch mal wechseln. Was ist denn das für Musik? Nicht, dass ich Stress mit der GEMA kriege hier. Ja, ich bin jetzt hier in Hollenstedt. Und es ist wirklich dörflich. Schöner. Ah, das ist schön hier. Die alten Fenster, super. Jetzt rechts abbiegen und am Markt dann nach dem Norden 10 Meter. Ja, da war gerade so eine Gruppe älterer Menschen, das heißt so in meinem Alter, die am Boseln waren. Also irgendwie schieben die da Kilometer vor sich so eine Kugel her. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber so nett. So ein Spiel mit Bewegungen zu verbinden, die Landschaft und so weiter. Hei, hei, hei. Also Gegenwind ohne Ende hier. Also ich nähere mich jetzt hier der A1 von Hamburg nach Bremen. Das ist der Kilometer 41. Muss man mal merken, wenn ich hier vorbeifahre mit dem Auto. 41. So. Und schon wieder Kopfsteinpflaster. Ja, jetzt bin ich auch vor allem auf der südlichen Seite von der Autobahn. Einmal durchschütteln. Ach, da am Rand geht's besser. Und das mit einer Hand. Ach, voll am Griff. Jo, mache ich nochmal eine Pause. Es sind gerade erst 10 Kilometer her, dass ich letzte Pause gemacht habe, aber ja, ein bisschen Spaß haben. Was mache ich denn? Ach ja, ich habe ja noch ein bisschen Brot. So, jetzt habe ich mein Brot gegessen und ich dachte plötzlich, fängt an zu regnen. Kamen überall die Tannennadeln runter, ich bin schon ganz voll. Ja, so gegen 3:45 werde ich wohl
schönen Schauer abkriegen. Aber ich habe alles dabei. Regenhose, Regenjacke, Gamaschen habe ich sogar dabei. Aber ich würde mich dann lieber kurz unterstellen, bevor ich die Klamotten an- und wieder ausziehen muss. Ist auch immer nervig. Also ich bin jetzt hier, hier die Autobahn überquert. Dann komme ich hier nach Heidenau. Und dann geht es irgendwie hier nach Sittensen. Vielleicht gibt es ja in Sittensen eine Ladestation. Ach, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Also ich habe noch 35 Kilometer, 60 bin ich gefahren, wären dann 95, 35 Kilometer, ja, bin ich ungefähr anderthalb Stunden beschäftigt noch. Dann geht der Saft aus. Ich könnte noch eine Stunde länger fahren, also würde ich mal sagen, lade ich eine halbe Stunde irgendwo nach. So meine Rechnung. Ah, ist das schön. Hier mit Heidekraut, das blüht gerade sogar. Da hinten ein Haus. Ich weiß nicht, ob es ein Wohnhaus ist. Sieht sehr idyllisch aus. Hier ist keine Menschenseele. Seit 20 Minuten habe ich hier keinen gesehen. Oder länger sogar. So, bin jetzt in Heidenau. Cool, hier ist eine alte Milchkanne. Ach, Nachbar einer Milchbank. Ich dachte, es sei echt. Sehr schön. 40 Metern rechts abbiegen, auf Weg danach links abbiegen. Mit ganz vielen unterschiedlichen Bäumen, die auch unterschiedlich natürlich beschriftet sind. Ein Regenbogen. Roter Bosskopf. Und hier hängen auch die Äpfel. Oh, überall Äpfel. Äpfel, Äpfel. Lecker. Das ist ja cool, hier mit unterschiedlichen Apfelsorten. Was bin ich denn hier? Ahorn. Das ist irgendwie so ein Lernpfad. Gibt vieles zu entdecken hier. Folge den Weg 300 Meter. Sieht ja klasse aus, die Kugel. Stacheldrahtkugel. Was soll einem das sagen? Fahr über so ohne Unterstützung da. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. So ein Ferlo. This is what we waited for. Oh, take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. Das ist auch super, das wäre es ja zu einfach. Be free. Ich könnte mich nicht hören, ich weiß es. Ui, da kommt aber die Regenfront, nehme ich mal an. Ah, ist das nicht schön, diese Kontraste hier. Ja, die letzten 10 Kilometer waren echt schön. Tiste, Tiste im Landkreis Rothenburg an der Wümme. Auch noch nie gehört. So, ich bin jetzt in Sittensen und ich befürchte, das regnet gleich. Und ich habe hier so ein Häuschen gesehen. Ich glaube, da stehe ich jetzt mal runter und schau mal, was das Wetter macht. In 80 Metern an der Kreuzung geradeaus auf Kraft. Oh, eine Grillstation hier. Ja, jetzt regnet es tatsächlich. Ja, das ist gut, dass ich mich jetzt untergestellt habe. Jetzt warten wir mal eine halbe Stunde, aber schade, dass ich nicht laden kann in der Zeit. Boah, ist ja richtig idyllisch hier. Ich bin hier in der Durchgangsstraße von Sittensen jetzt und ich halte so ein bisschen Ausschau nach Ladestationen. Aber ich glaube, hier ist nichts. Jetzt fahre ich nochmal weiter bis Zeven und da habe ich dann eine ganz gute Hoffnung. Jetzt schaue ich nochmal bei Lidl und Aldi, vielleicht haben die da ja was. Da habe ich ein bisschen Geld abgehoben und konnte mein Fahrrad hier mit ins Foyer mit reinnehmen, in die Schleuse, so dass ich das nicht extra abschießen musste. Jo, ein bisschen Bargeld ist immer gut.
Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf der nördlichen Seite von der A1. Ja, das ist ja mal eine nette Hütte hier. Aber ob die dicht ist, wage ich zu bezweifeln. Hier ist gerade ein Traktor mit einer Walze durchgefahren. Hat da wahrscheinlich hier so die Lumpen ausgebessert. Ja, es hat die richtig abgekühlt. Ja, ist schon fast mit dieser Jacke schon zu kalt. Aber ich habe noch was Baumwollartiges dabei. Ich bin ja nicht so richtig gut ausgestattet. Ich bin ja eher jetzt nur im Hochsommer gefahren. So, jetzt bin ich gerade durch Kleinmeckelsen gefahren und fahre jetzt in Richtung Großmeckelsen. War ja jetzt das Örtchen, sehr gepflegt. Ja, hier sind eine Menge Schilder. Klostermühle, Kuhmühlen, 1 Kilometer, Bremen 80, das mache ich sowieso heute nicht, Hamburg 71. Schön hier. Ja, ich bin gerade durch Freiensen oder sowas gefahren und ich muss feststellen, dass der Weg inzwischen immer besser ausgestattet ist mit Bänkchen oder ja, mit Unterstellmöglichkeiten. Ja, hier scheint es auch so eine Art Erholungsgebiet zu sein. Hier ist auch wieder ein Brückchen. Ja, den Belag müsste man mal so auf 500 Grad erhitzen und dann glatt bügeln. Ja, ich bin gleich in Zeven. Da stand gerade noch dran 5,6 Kilometer. Und das Schild habe ich schon mal vor 10 Kilometern gesehen, wieder gleich in Entfernung. Der Weg führt hier nicht direkt, sondern über Zickzackwege. Ich überlege, ob ich morgen mal einen direkten Weg fahre. Ja, ich bin jetzt in Zeven. Es ist 5:30 und ich denke, ich werde jetzt mir hier irgendwo einen Campingplatz suchen, falls es einen gibt. Und hier, ich habe fast die 3000. Genau morgen vor 3 Monaten habe ich mir das E-Bike gekauft und bin also durchschnittlich jeden Monat so 1000 Kilometer gefahren. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so anfixt. Gut, den Großteil, 1100 Kilometer, sind ja durch die Reise von Hamburg nach Tübingen zustande gekommen. Aber dennoch, ich meine, 1000 Kilometer im Monat. Ja, ich bin jetzt knapp 100 Kilometer gefahren. Ja, ich bin spät losgekommen. 5:30 ist es gleich. Durchschnittlich 20,7 Fahrzeit, Reichweite. Das ist jetzt mein Thema. So, ich habe jetzt den Campingplatz klar gemacht. In 20 Minuten ist die Rezeption geschlossen, aber ich sagte, ich kann da direkt auf den Platz. Zeltwiese kann ich aussuchen, wo ich aufschlagen will, und es gibt eine kleine Holzhütte mit Strom, also alles kein Thema. Super. So, ich bin noch ein kleines Stück zurückgefahren und vor dem Ortseingang hier der Campingplatz. Oh, so eine kleine Zeltwiese hier. Und da gibt es eine Holzhütte. E-Bike laden kann. Oh, super, ist doch nett. Ja, ich habe erstmal das E-Bike angeschlossen, damit ich jetzt hier eine Runde fahren kann. Ich wollte noch mal einkaufen. Ich habe jetzt noch Zeit, es ist ja erst 6 Uhr. Kaufen wir noch ein Bierchen oder zwei und dann machen wir eine leckere Linsensuppe, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Vielleicht kaufen wir noch ein paar Würstchen dazu, ein bisschen Senf. Lecker. Ja, das ist das nagelneue Zelt hier von Force Ed. Und da habe ich mir noch dazu eine Zeltunterlage auch nochmal für 18 Euro bestellt. In der Größe 1,40 auf 2,20. Jo, mal sehen. Die 2,6 Kilo ist noch eingepackt. Die sind unten sogar angespitzt. Ja, schon interessant. Die Zeltunterlage, das ist die hier, die ist vom Bestport und das Zelt ist von Faceat. Scheinbar beides chinesische Hersteller.
Und wenn man sich das mal anguckt, das kommt aus der gleichen Fabrik, oder? Schon ein bisschen eine andere Konstruktion als mein altes Situation. In meinem alten Zelt ist mir das ziemlich auf den Keks gegangen, die Stange mal durch die Schlaufen da zu ziehen. Ach, das ist hier natürlich einfacher, dadurch, dass das Zelt von außen reingeklipst wird. Ja, und die Zeltunterlage wird ja gleich mit angespannt hier. Ist ja echt schon selbsterklärend fast. Echt rückenschonender. Ja, das Leben wird immer einfacher. Jo, das Innenzelt steht schon mal. Hab's dann noch mal in den Ecken mit Hering befestigt. Also war easy. Das nächste Mal, da brauche ich 3 Minuten für. So, da steht's. Leider gab's nicht in anderen Farben. Ich hätte es ja gerne in dunkelgrün oder so gehabt. Falls man mal wild campt, dass das nicht so auffällt. Ja, mal reingucken. Man kann hier von beiden Seiten ran. Das ist sehr praktisch, weil wenn man zu zweit unterwegs ist. So. Naja, so viel Platz ist hier vorne nicht ausreichend. Jo. Das duftet natürlich noch ein bisschen nach Fabrik. Deswegen ein bisschen auslüften ist nicht schlecht. Oh, ist das super. Ist breit genug. Hier kann man auch zu zweit drin schlafen. Aber zu dritt geht definitiv nicht. Höchstens mit einem Kind, aber da ist auch eng. Aber die Länge ist super. Ist länger als mein altes Zelt. Dem musste ich so ein bisschen diagonal drin liegen. Hier brauche ich das nicht. Ja, da oben gibt es auch noch einen Haken. Jetzt ist irgendwie das Netz hier im Weg. Weiß nicht, wozu dieses Netz noch? Ach, das ist ein Ablagenetz. Das finde ich auch praktisch. Wenn mich jemand hier sieht mit der Kamera, der denkt auch, Schatten hier. So, man wird ja sowieso nichts drauf erkennen oder kaum. Ich habe mir jetzt noch eine Linsensuppe mit Würstchen warm gemacht. Ja, ist immer noch die gleiche Kartusche. Das ist sie ja gar nicht. Wo ist denn? Hier ist mein Campingkocher. Gleiche Kartusche, die ist wahrscheinlich jetzt morgen alle. Vielleicht reicht es noch für einen Kaffee. Ja, und das ist meine Linsensuppe. To leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free.
that classic cliche. We're on the run, this is what we waited for.